Oh ja, sehr, sehr essentielles Video jetzt. Ich weiß jetzt nicht, für wen das ist, aber ey, pass auf, wenn der Narzisst, pass auf, wenn Narzissten zu dir zurückkommen wollen, pass auf, wenn sie zurückkommen wollen. So, die kommen dann mit diesem Standardspruch dann auch. Ich weiß jetzt nicht, für wen das ist, aber die kommen dann mit diesem scheiß Standardspruch. Und ich weiß ganz genau, was ich sage. So, ich wünsche mir die alte Zeit zurück, wo wir so unbeschwert miteinander gesprochen haben, wo alles einfach war. Ich wünsche mir das alte Ich zurück. Ja, da, ich wünsche mir die alte Zeit zurück und bla bla bla. Sie wollen, dass du von neu anfängst. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Sie wollen, dass du von neu anfängst. Dass du von neu anfängst, aber sie fangen nicht von neu an. Sie wollen, dass du alles verzeihst, aber sie verzeihen nicht. Sie wollen, dass du vergisst, aber sie vergessen nicht. Sie wollen, dass du von neu startest, aber sie starten nicht von neu. Sie machen da weiter, wo sie aufgehört haben. Pass auf, wenn Narzissten versuchen, zu dir zurückzukommen. Sie kommen nicht zurück, um besser zu sein. Sie kommen zurück, um da weiterzumachen, wo sie aufgehört haben. Das ist Fakt. Das ist leider Fakt. Pass auf, wenn Narzissten zu dir zurückkommen wollen. Sie wollen, dass du von neu anfängst und alles vergisst. Einfach so weitermachst, wie als wäre nichts passiert. Wie als wäre nichts passiert. Oh, Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, wir geben uns die Hand. Alles cool. Ich küsse dir noch die Hand und ja, danke, dass du wieder da bist. Das denken die tatsächlich. Dass du die mit Kusshand wieder zurücknimmst. Einfach da weitermachst, wo es aufgehört. Friede, Freude, Eierkuchen. Einfach so normal. Neu anfängst und alles vergisst, wie als wäre nichts passiert. All die Traumata, egal. All die Drama, egal. All das, was die dir angetan haben, egal. Egal, wie scheiße die mit dir umgegangen sind, egal. Ignoriere alles. Sei ignorant. Das wollen die. Das wollen die dir damit eigentlich sagen. Wenn dann diese Nachricht auf einmal kommt: Oh, ich vermisse dich so sehr. Ich wünschte, wir wären noch mal wie früher. Und ich wünsche mir die alten Zeiten zurück. Und so. Und dann kommt vielleicht so eine lahme Entschuldigung, so, ja, vielleicht habe ich da ein bisschen dumm reagiert, aber ja, aber dies, aber das, aber, dann finden die 10.000 Ausreden, warum die dann so reagiert haben, wie die reagiert haben. Ja, aber bei mir ist gerade alles schwierig und bei mir ist so, und dann spielen die wieder das Opfer. Also eine richtige authentische Entschuldigung ist das auch nicht. Lass dich nicht verarschen. Und dann kommt so, ja, und ich wünsche mir doch die alten Zeiten wieder zurück, wo wir so unbeschwert waren, einfach wie früher, wo wir uns so verstanden haben und bla bla. Die haben jetzt gecheckt, dass du es gecheckt hast, dass du jetzt keinen Bock mehr hast. Und die versuchen dich jetzt wieder einzulullen mit diesem ganzen Scheiß. Die versuchen jetzt wieder zurückzukommen. So mit null Effort, mit null Einsatz. Keine Entschuldigung, keine Aufrichtigkeit, keine Reue, keine Scham, keine Schuld, nix. Einfach nur, ja, hol mich doch zurück und ich wünsche mir die alte Zeit zurück. Bumm, und die denken jetzt tatsächlich. Du sagst, ja Mann, komm, lass uns wieder vereinen, lass uns wieder verbinden hier und lass uns wieder von neu starten. Sie wollen, dass du von neu anfängst und alles vergisst, einfach so weitermachst, wie als wäre nichts passiert. Die sind crazy. Die sind crazy. Die denken wirklich, du hast jetzt alles vergessen. Jetzt ist ein halbes Jahr rumgegangen, ein Jahr rumgegangen und hast alles vergeben und vergessen und wir können jetzt von neu starten. Komplett von neu starten. Bitch, what? Neu starten? Von neu starten, alles vergessen? Bitch, ich hab ein Jahr dich discarded. Ich hab ein Jahr nichts mit dir gemacht. Und jetzt soll ich alles vergessen? Was ich in diesem einen Jahr alles verarbeiten musste, soll ich jetzt vergessen? Really? Really? Ist das dein Ernst? Das ist wirklich jetzt dein Ernst. Du willst jetzt wirklich, ich habe ein halbes Jahr, ein Jahr gebraucht, um wieder zu heilen. Und jetzt willst du wieder zurückkommen? Jetzt willst du wieder alles zerstören? Jetzt soll ich dich zurücknehmen, wo ich ein Jahr an mir gearbeitet habe? Ein halbes Jahr an mir gearbeitet habe? Dich ausgestoßen, dich ausgegrenzt habe? Nichts mehr mit dir gemacht habe? Und jetzt soll ich dich wieder zurücknehmen? Bitch, please. Bitch, please. Who do you fooling? Who do you think you're talking to? Man. Denken echt, die könnten dich foolen, die könnten dich verarschen. Die denken ja auch, du bist ein Idiot. Du hast die so oft zurückgenommen, du hast den so oft verziehen. Die denken, oh ja, der verzeiht mir wieder, der verzeiht mir, es braucht nur Zeit. Ich gebe denen ein Jahr, ein halbes Jahr und die kommen zurück zu mir.
Entitlement. Die denken, die haben die ganze Welt verdient, ohne irgendwas leisten zu müssen. I can't stand this shit. Typischer Spruch, ich will, dass alles, dass wieder alles so ist wie früher. Einfach, unbeschwert und einfach, aber dafür machen wollen sie nichts. Was ich jetzt die ganze Zeit in diesem Video quasi gesagt habe. So, dieser typische Spruch fällt nicht auf diesen Spruch rein. Ich will, dass wieder alles so ist wie früher. Ich will, dass wieder alles so ist wie früher. Typischer Spruch. Damit sagen sie ja nur, oh, sei doch bitte wieder so unbewusst wie früher. Sei doch bitte wieder nicht labil, naiv wie früher. Lass dir doch bitte wieder alles gefallen. Ich will doch bitte, dass du wieder so ein Opfer für mich bist. Ich will doch bitte wieder, dass du so bist wie früher. Warum bist du jetzt so stark? Warum bist du jetzt so selbstbewusst? Sei mal nicht so selbstbewusst. Sei mal wie früher. Sei mal das Opfer von früher. Sei mal der schwache, naive Kerl von früher. Tussi von früher. Sei mal wieder so wie früher. Das sagen die damit. Die wünschen sich das zurück. Dein altes, schwaches Ich wünschen die sich zurück. Das Ich, das die manipulieren konnten. Dass die gaslighten konnten. Dass die fertig machen konnten. All dieser Dreck. Das wünschen sie sich zurück. Nicht die Zweisamkeit mit dir. Nicht die Gemeinsamkeiten mit dir. Nicht die Zeit mit dir. Nein, die wollen dein altes Ich zurück. Dein schwaches Ich zurück. Aber jetzt sehen die, wie stark du bist. Und jetzt kommen die so. Ja, ich wünsch mir das. Die kommen dann nur, ich wünsch mir das. Aber die fragen dich nicht, was du dir wünschst. Ja, ich sehe, du hast jetzt ein halbes Jahr nichts mit mir gemacht. Aber wie denkst du jetzt darüber? Denkst du, dass das wieder was werden könnte? Das fragen die nicht. Es dreht sich alles nur um die. Ich wünsch mir dies, ich wünsch mir das, ich wünsch mir jenes, ich hätte gern wieder das zurück, ich hätte gern wieder dies zurück, ich wünsch mir das zurück, ich wünsch mir dies zurück, ich wünsch ich. Und es kommt niemals du. Deswegen fall nicht drauf rein. Wenn die wieder versuchen, zu dir zurückzukommen, fall nicht drauf rein, wenn dann auch dieser Standardspruch kommt, ich will, dass wieder alles so ist wie früher. Einfach unbeschwert und einfach, aber dafür machen wollen sie nichts. Damit meine ich, die wollen, dass alles wieder einfach ist, alles wieder unbeschwert ist, dass die sich wieder manipulieren können, wie als wäre nichts passiert. Ja, alles unbeschwert, alles einfach, alles simpel, alles easy, du lässt dir alles wieder gefallen. So, aber machen, damit die Beziehung besser wird, das meine ich, da wollen die nichts dafür machen. Nein, nein, wirklich leisten, Beitrag leisten an dieser Beziehung, nein. Das machen die nicht. Die wollen einfach nur wieder die Beziehung zurück. Die wollen dich so zurück, wie du mal warst. Die wollen dein schwaches Ich wieder. Die wollen nicht dein starkes Ich. Deswegen, ich weiß jetzt nicht, für wen diese wichtige Message war, aber es ist eine super essentielle Message. Wenn diese Menschen versuchen, zu dir zurückzukommen, nimm sie niemals zurück. Wer es einmal verkackt hat, hat es immer verkackt. Schreib auch nicht zurück oder sonst. Ich habe neulich diese Message bekommen, deswegen mache ich jetzt dieses Video. Ich teile ja auch meine Stories hier. Ich teile ja auch meine Erfahrungen hier. Deswegen, ich nutze das als Fuel. Ich nutze das als Beispiel. Die denken, die könnten zu mir zurückkommen. Pff, who do you think you're fooling? Bitch, who you think you're talking to? I'm not the old me. You cannot control me. You cannot fool me. And now you wanna push me and say, I'm the bad guy? I see your evil eyes. Bitch. Ganz ehrlich. Man sieht dann diese, die kommen nicht mit einem Nein klar. Die kommen absolut nicht mit einem Nein klar. Deswegen, Leute, pass auf, wenn Narzissten zu dir zurückkommen wollen. Sie wollen, dass du von neu anfängst und alles vergisst, einfach so weitermachst, wie als wäre nichts passiert. Einfach da weitermachen, wie als wäre nichts passiert. Lass uns doch wieder Freunde sein. Können wir nicht wieder zusammen sein? Können wir nicht wieder zusammen Zeit verbringen? Ich vermisse dich so sehr. Die vermissen nicht dich. Die vermissen das, was sie von dir bekommen konnten. Das ist alles. Deswegen, ich belasse es jetzt hier. Sehr powerfules, wichtiges Video. Merkt euch diesen Spruch, wenn ihr den mal hört, direkt Alarmglocke rot. Alarmstufe rot. Ich will, dass wieder alles so ist wie früher. Wenn ein Mensch das sagt, rennt weg. Rennt weg. Direkt Roadrunner. Miep, miep, nü. Weg. Brrr. Weg. Weg. Einfach nur weg. Wenn ein Mensch so kommt, ich will, dass wieder alles so ist wie früher. Ohne Entschuldigung, ohne Wenn und Aber, ohne zu fragen, wie es dir geht, was du denkst oder sonst irgendwas. Ich will, dass wieder alles so ist wie früher. Merkt euch, was ich sage. Merkt euch meine Worte. Seid weise. Trifft schlaue Entscheidungen. In diesem Sinne,
Wenn ihr Coachings braucht, guckt mal in die Videobeschreibung oder in die Kanalbeschreibung. Da könnt ihr mich kontaktieren. Ich habe per E-Mail, per Social Media, geht auf die Webseite, dort ist auch irgendwo meine Nummer, müsst ihr selbst suchen. Könnt ihr mich per WhatsApp kontaktieren oder Telegram oder per SMS. Keine Anrufe, ich gehe nicht an fremde Nummern ran, wenn ich nicht weiß, ich habe irgendwie ein Coaching oder irgendeinen Termin. Nicht anrufen, ihr könnt mich kontaktieren. Ihr könnt schreiben erstmal, machen dieses Coaching. Deswegen, wer ein Coaching braucht, Coachings sind immer available, sind immer auf jeden Fall zu haben. Ja, muss es halt immer dazu sagen. Wenn Coaching braucht, gerade in diesem Thema, ja, wenn du jetzt Narzissten discarded hast oder sowas oder dich selbst discarded hast, wenn du dich selbst distanziert hast so und diese Narzissten versuchen jetzt zu dir zurückzukommen, bevor du jetzt diesen Fehler machst und startest wieder von neu mit diesen Menschen, nein, buch ein Coaching mit mir, ich werde dir alles ganz genau klipp und klar sagen, du öffnest dich, sagst mir ganz genau, wie die Situation war, wie es ist und sowas und ich gebe dir genau die Tools, die du brauchst. Deswegen für Coaching Calls kontaktiert mich über Instagram, am besten oder WhatsApp oder Telegram, wenn ihr auf die Webseite geht und holt euch da meine Nummer, das ist das allerbeste. WhatsApp, Telegram habe ich auf jeden Fall, wenn auch per SMS, ja. E-Mail ist auch okay, ja, da müsst ihr halt nur ein paar Tage vielleicht manchmal warten, weil ich nicht so oft auf den E-Mails bin und ich habe manchmal so viele E-Mails und so viele Paragraphen und sowas, so dauert es halt einfach ein bisschen länger. So, aber da könnt ihr mich auch kontaktieren, ist alles in der Videobeschreibung, in jeder Videobeschreibung und in der Kanalbeschreibung verlinkt, ja. Deswegen guckt einfach mal da rein und dann würde ich einfach sagen, bis zum nächsten Mal. Peace out. Let's go. Sei euer fucking Nada. Lasst euch nicht für dumm verkaufen, Leute.